Lausitzer Seenlandklinikum. Aktuell. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Sendung des Jahres 2021. Und da schauen wir nochmal auf Weihnachten zurück, logischerweise. Und da gab es in diesem Jahr hier im Lausitzer Seenlandklinikum ganz viele bewegende Momente. Für die Patienten, aber auch fürs Personal. Mit kleinen Weihnachtsgeschenken, Dankeskarten, selbstgebastelten Gestecken oder Süßigkeiten hatten sich Patienten, Hoyerswerda, Firmen und Menschen aus der Umgebung bedankt. Zudem gab es auch zahlreiche Überraschungen für die kleinen Patienten auf der Kinderstation. An allen 4 Adventssonntagen hatte der Posaunenchor Hoyerswerda die Patienten und Mitarbeiter mit Advents- und Weihnachtsmusik im Park des Klinikums erfreut. Auch dafür bedankt sich das Personal des Klinikums noch einmal. Auch Bautzens Landrat Michael Harig hat in diesem Jahr am 24. Dezember zu Weihnachten das Lausitzer Seenlandklinikum besucht, um den Mitarbeitern seinen Dank auszudrücken. Harig verwies aber auch neben den Herausforderungen, die mit Corona zu bewältigen waren und sind, auf die Dienstbereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Dem Besuch hatten sich auch Hoyerswerdas Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. und seine Frau Evgenia angeschlossen, sowie Bürgermeister Mirko Pink. Mit den besten Wünschen auch für das neue Jahr hatten sie sich bei Geschäftsführer Mirko Papenfuß und Pflegedirektorin Birgit Wolthusen, die Grüße stellvertretend für das ganze Klinikum entgegengenommen hatten, bedankt. Ebenfalls zu Heiligabend überbrachte überraschend die Initiative Mitmachstadt Hoyerswerda den Klinikumsmitarbeitern zahlreiche Geschenke. Hoyerswerda sagt Danke. Die Aktion wurde unterstützt von über 50 Institutionen, Geschäften, Firmen und Privatpersonen aus Hoyerswerda. Ein toller Dank an alle Pfleger, Ärzte und Mitarbeiter, die unermüdlich arbeiten. Und nicht zuletzt hatte es sich Fußballer Toni Janschke nicht nehmen lassen, wie in jedem Jahr die Kinderstation des Krankenhauses seiner Heimatstadt mit kleinen Geschenken zu erfreuen. Vater Sören Janschke überbrachte mit Hilfe von Frank Kirche die liebevoll verpackten Geschenke, die Geschäftsführer Mirko Papenfuß entgegennehmen konnte. Liebe Zuschauer, bereits seit Anfang Dezember unterstützt auch die Bundeswehr das Lausitzer Seenlandklinikum. Mittlerweile sind 10 Soldaten aus Erfurt hier im Einsatz. Pflegedirektorin Birgit Wolthusen und die kaufmännische Direktorin Juliane Kirfe hatten die Soldaten herzlich begrüßt. Nach einer Vorstellung des Klinikums und einer organisatorischen Einweisung über Abläufe und Tätigkeiten auf den Stationen haben die Soldaten ihre neue Dienstkleidung übernommen. Danach erfolgte die hygienische Grundeinweisung. Hygienefachkraft André Kipper demonstrierte beispielsweise das richtige Händedesinfizieren und er gab allgemeine Tipps zur Hygiene im Haus. So vorbereitet begann der Einsatz in Früh- und Spätschichten auf den ISO-Stationen und im Intensivbereich. Die Soldaten erledigen beispielsweise Hol- und Bringedienste, füllen Wäsche- und Pflegeutensilien auf oder kümmern sich um das Verbrauchsmaterial. Unter Anleitung und gemeinsam mit einer Pflegefachkraft helfen sie auch bei der Lagerung oder beim Wäschewechsel den Patienten. Aktuell sind 10 Soldaten im Klinikum im Einsatz. Sie werden in der Regel nach 14 Tagen abgelöst. Die Unterstützung ist derzeit bis Mitte Januar beantragt. Je nach Situation ist eine Verlängerung möglich. Das Weihnachtsfest ist vorbei und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich bei den Bürgern der Region für die zahlreichen Geschenke für unsere Patienten und Mitarbeiter zu bedanken. Ich war förmlich überwältigt davon, wie viele von Ihnen an unsere Patienten und Mitarbeiter zum Fest gedacht haben. Leider konnten wir es Ihnen nicht immer ermöglichen, Ihre Geschenke persönlich zu übergeben, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir dies gerne für Sie übernommen haben und sich die Patienten und Mitarbeiter sehr über die Geschenke gefreut haben. Stellvertretend für unsere Patienten und Mitarbeiter möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und gut ins neue Jahr kommen. Und damit sind wir durch. Das war sie, unsere letzte Sendung des Jahres 2021. Lausitzer Seenlandklinikum aktuell wird es auch im neuen Jahr wieder geben. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, sage bis dahin und bleiben Sie schön gesund. Lausitzer Seenlandklinikum aktuell.